Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, das ist 19 Uhr und Sie haben pünktlich eingeschaltet, wenn Sie jetzt erst zugeschaltet haben, zu unserer, zu Ihrer 10-Euro-Überraschungsshow. Und auf diese Schnäppchenjagd warten viele an jedem Tag, denn alles, was die nächste halbe Stunde hier zu uns kommt, ist für Sie, für diese Sendung, auf 10 Euro herunter reduziert. Wir beide wissen nicht, was drankommt. Ist hier eine Überraschungsshow. Wir lassen uns aber gerne gemeinsam mit Ihnen überraschen. Und Diana, die weiß es. Und ich würde sagen, die holen wir auch gleich. Und da ist sie. Und eine goldene Regel, die muss ich unseren neuen Zuschauern noch sagen. Wenn Ihnen ein Produkt gefällt und wir nichts anderes sagen, dürfen Sie jedes einzelne Produkt bis zu 5-mal bestellen. Wir beginnen mit einem, ach ja, klar. Komm, pack aus, sie kann es kaum erwarten. Ja, ich merke schon, die freut sich richtig, hier mir das zu übergeben. Das muss was Tolles sein. Oh, ja, okay, keine Zeit verlieren. Ja, schon klar. Ja. Der ist für mich, oder? Ach so, für dich. Oh, der Blick von Diana, der war gerade tödlich. Jetzt müsst ihr nur schauen, welche Fernbedienung zu welchem Auto gehört. Moment. Hast du die Autos schon eingeschaltet? Du musst erst mal Auto anmachen und dann... Also, es ist ein, das können Sie jetzt sicher auch schon feststellen, ein ferngesteuertes Auto, aber ein ganz besonderes, nämlich ein sogenanntes Stunt-Auto, welches sich 360 Grad drehen kann. Komm, ich gebe mal weiter. Bitte schön. Und die neue Rennsaison ist hier eröffnet. Wer ist was? Ich bin hier. Ich mach mal die Füße hoch. So, jetzt. Ja. Okay, und ich sage Ihnen, Fahrspaß wie beim Autorennen. Ja, bringen Sie sich in Sicherheit. Draußen macht es natürlich richtig Spaß. Übrigens, die fahren auch im privaten Leben so, die zwei. Müssen Sie mal zuschauen, wenn die unterwegs sind. Immer aus dem Weg gehen. Aber das macht riesig Spaß. Ja. Ja, ich habe früher immer gesagt, das ist so ein Männer- und Jungs-Ding. Ja? Aber hier unsere Mädels, die spielen da genauso damit. Schön ist, Sie können auch zwei bestellen und gegeneinander fahren. Sie sehen, die haben verschiedene Frequenzen, die kommen sich nicht in die Quere, zumindest funktechnisch nicht. Das Ganze ist übrigens batteriebetrieben, hat gummierte Reifen. Und wir haben hier eine Spitzengeschwindigkeit von 15 Stundenkilometer. Das klingt jetzt mal ein bisschen wenig, aber versuchen Sie mal, 15 km/h schnell zu rennen. Das funktioniert nicht. Lässt du bitte unsere Kamera in Ruhe? Wow. So, unser Kameramann wird gerade von Rebecca belästigt. Das war von mir. Da bin ich. So, ich kann die Füße wieder runter machen und Sie können bestellen. Bitte schnell sein. Wir haben auch hier immer nur ein begrenztes Kontingent. Die Bestellnummer ist die ZX8140 und die 569. Möchte jemand von euch zwei noch irgendwas zu diesen Stuntautos sagen? Das ist einfach, ich bin sprachlos. Ich liebe dieses Auto. Also das macht so viel Spaß. Auf jeden Fall zwei Stück zu kaufen, weil ich glaube, wenn Sie kaufen das für Ihre Enkel, dann natürlich Papa will noch spielen, dann noch die Schwester, Mama. Mhm. Das ist wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ich kann nicht glauben, das kostet diesen Spaß nur 10 Euro. Guck mal! So fokussiert, da spielt nichts anderes mehr eine Rolle. Ein Kundenbeitrag habe ich noch aus Einbeck, also hier aus der Nachbarschaft von der Sonja. Sie schreibt uns schöne Spiele. Spielzeug auch für kleinere Kinder. Durch die großen Räder kann den Möbeln nichts passieren. Wollen der Flitzer nicht. Dreht sich einfach und fährt zurück. Die Batterien sind gut dimensioniert. Man fährt sehr lange mit einem Satz. Und da bitte schnell sein. Wenn das Kontingent weg ist, dann haben wir wieder den Normalpreis. Im Moment 10 Euro. Leider, und die Bestellnummer ist die ZX4180 und die 569. Und ich weiß nicht, Sie haben es leider nicht gesehen, aber vielleicht gehört, Rebecca hat sich gewehrt. Sie wollte die Fernbedienung nicht mehr hergeben. Aber es macht auch Spaß, oder? Oh, total. Ich finde es so ein Knaller. Vor allem gerade zu zweit macht es noch mehr Spaß. Ne? Ja, und dann mit den Grundstücken gespielt. Zu üben und so. Richtig cool. Du, bei anderen Autos, wenn du da einmal crasht, sind die kaputt. Ja? Also hier die nicht, die halten das aus. Also sie dürfen ruhig auch mal so annäherungsweise Boxauto fahren. Dankeschön. Bitte schön. Warum hat eigentlich Rebecca das Spielzeug bekommen und ich nicht? Oh, weil Diana, heute wir machen sind mal nett zu Rebecca zur Abwechslung. Wir müssen ich spiele heute ganzen Tag mit Rebecca. Bowling haben wir. Das Bowling. Das Billard sein. Haben wir heute gespielt. Die Bowlingbahn haben wir noch nicht hier im Studio. So, jetzt habe ich hier ganz, ganz viele Sachen. Aber ich glaube nur, das hier, was Diana jetzt in der Hand hat, ist wahrscheinlich das Produkt, oder? Richtig.
ein ellenlanges Produkt und das ist der Vorteil hier. Das ist ein Akkufeuerzeug mit einem richtig langen Teleskoparm. Das heißt, Sie können hier endlich mal eine schöne Distanz überbrücken. Und das Schöne ist diese Spitze, die auch flexibel ist, sodass Sie da auch mal ums Eck gehen können beispielsweise, um etwas zu entzünden. Diese Flamme ist ja gar keine Flamme, sondern was ganz Besonderes. Es ist nämlich ein Lichtbogenfeuerzeug, ne? Ja, und da oben sehen wir auch die Ladekante. Das ist ein USB-Feuerzeug, da ist auch ein Anschalter dran. Und jetzt kann ich eben auch auf größere Entfernung nach oben oder nach unten eben zum Beispiel Kerzen anzünden. Ich frage mich immer bei Leuten, also ist ja jetzt nicht mehr aktuell, aber der Weihnachtsbaum. Viele haben echt Kerzen und die auf der Spitze. Wie bekommen die sie an unfallfrei? Hiermit ist das möglich. Das ist weil eigentlich gehört es da rein, aber ich wollte, dass man sieht, deshalb habe ich es raus. Ach so, Entschuldigung. Weil nur in Holz sollte man das nicht brennen lassen, deshalb ist das Glas dabei. Aber dass man es sichtbar macht, habe ich das Glas rausgenommen. Guck mal. So. Nein, guck mal. Möchtest du? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Also gerade viele haben auch Kerzen oben an der Wand. Ja? Ich finde es auch genial, wenn du ein offenes Kamin hast. Ja? Ja. So, jetzt sehen wir es. Und jetzt musst du aber zielen. Gucken wir mal, wir sehen den doppelten Lichtbogen. Da ist er. Jawohl. Ja, perfekt. Für deinen Kamin? Ja, richtig. Also ich habe ein Stabfeuerzeug, aber das ist halt nur so lang. Da ist es noch einfacher. Wenn Sie einen offenen Kamin haben, wissen Sie es, man richtet Holz und irgendeinen Zünder unten drunter. Wenn das auch nur Papier ist, aber wenn du da mit einem normalen Feuerzeug hingehst, verbrennst du dir ganz einfach die Finger. Das ist genial hier. Auch dafür, also noch eine. Ich finde ein normales Stabfeuerzeug für 10 Euro schon toll. Aber jetzt mit diesem Teleskoparm ist es natürlich noch genialer. Ja, ich finde es aber auch, könnt ihr mal zeigen, wie kurz das dann ist? Also kann ich das in der Küchenschublade so verstauen? Ja, wunderbar. Oder hinhängen, schau mal. Ah, auch sehr, sehr gut. Neben dem Kamin dann aufgehangen, hast du es direkt kleines Nägelchen in die Wand, da hängst du es hin. Und dann je nach Bedarf, du brauchst es ja nicht mal ganz ausziehen, so wie du es halt brauchst. Aber das ist schon eine enorme Reichweite. Ich habe auch mal, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, in einem Hotel habe ich das gesehen, die hatten wirklich so einen Kerzenkronleuchter. Ja? Mhm. Also so einen Riesenkranz mit echten Kerzen drauf, sah genial aus. Aber da habe ich mich auch immer, immer überlegt, wie machen die diese Kerzen da oben an? Die müssen ja auf eine Leiter steigen. Also das hier mit dem Schwanenhals vorne wäre jetzt auch hier kein Problem. Da kommst du wirklich an die höchste Decke ran. Also ich finde es toll. Ja, definitiv ein super Haushaltsfeuerzeug. Viel besser als jedes Streichholz, was du hast, jedes Streichholzschächtelchen. Diana, sag mal Streichholzschächtelchen. Diana will jetzt unbedingt zeigen, wie toll sie Kerzen anzünden kann. Nochmal Streichholzschächtelchen. Oh mein Gott, diese letzte Worte, Streichholzschächtelchen. Also gehört der Vergangenheit an, das Streichholzschächtelchen, denn der Preis für dieses Teleskop-Feuerzeug ist sehr, sehr günstig. Bei Pearl.de schon günstig mit 21 Euro, aber für Sie nochmal runter reduziert auf nur 10 Euro. Das heißt, das lohnt sich jetzt hier mal die ganzen Streichholzschächtelchen und Plastikfeuerzeuge auszutauschen mit diesem ausziehbaren Teleskop-Akkufeuerzeug. Immer wieder aufladbar, geht niemals leer, beziehungsweise wenn es leer ist, können Sie es ganz einfach nochmal aufladen. Eine super Sache, die ZX8292 und die 569 ist die bestellt. Es ist ja auch bei Gasfeuerzeugen Pflicht, dass man die wieder aufladen kann. Ich kann es nur nie mit den komischen Adaptern. Bei mir geht immer die Hälfte des Gases, mindestens die Hälfte vorbei. Habe ich den Eindruck, hier zu laden wie ein Handy, Stecker rein und fertig. So, es geht weiter mit einem, oh, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, da wäre ich ja niemals drauf gekommen. Weißt du, was das ist? Nö. Ich auch. Also ich sag's euch kurz, das ist ein Reinigungsgerät. Das ist ein Abflussdruckreiniger und zwar mit Hochdruck. Ah, okay. Da schließt du jetzt normal an den Wasserhahn an und du kannst jetzt auf der anderen Seite die Düse bis auf einen, jetzt muss ich schauen, was für eine Kraft, bis auf, steht das hier, wie viel Bar? Nee, aber auf Hochdruck kannst du es machen und jetzt kannst du unter Umständen eine Verstopfung wirklich intensiv raussprengen, in dem Fall mit Wasserdruck. Wir kennen das alle. Hast du schon mal versucht, einen Wasserhahn zuzuhalten? Da gibt es ja einen enormen Druck auf das, was du nicht ganz zubekommst. Ah, ja. Und das ist eigentlich auch eine Reduktion. Und dadurch wird der Wasserdruck, wie wenn du einen Schlauch zuhältst, extrem erhöht. Und mit diesem punktuellen Wasserdruck kannst du jetzt, und das ist 3 Meter lang, da kannst du also wirklich tief rein, kannst du jetzt, ich glaube, viele, viele Verstopfungen eben lösen. Oder die meisten Fliesen auch putzen, sauber machen. Nein, da ist der Druck zu hoch. Das ist nicht zum Fliesenputzen, das ist auch kein Reinigungsgerät, es ist für Rohrleitungen. Ja? Was habt ihr zwei eigentlich vor? Bitte schön. Ich wollte nur zeigen, wie lang das ist.
Ja, also, drei Meter, hätte ich auch so sagen können. Mhm. Aber um es zu veranschaulichen, wie lang 3 Meter sind. Mhm. Ihr wisst vielleicht, dass die meisten Verstopfungen wirklich durch Haare entstehen. Ist euch das bewusst? Ja, das ist mir sehr wohl bewusst. Euch zwei sicher auch, oder? Und es ist kein Seilspringgerät, es ist ein Hochdruckreiniger. Nein. Okay. Ich möchte damit, aber ich finde das genial, weil es gibt ja diese Chemiekeulen, wo man unter Umständen mal reinschüttet. Und ich glaube, wenn du das so machst, ist erst der sanfte Versuch. Also gut. Sie können es auch, wie Diana, nutzen als Funksprechgerät, als Lasso oder als Springseil. Aber die eigentliche Aufgabe ist ein Hochdruckreiniger. Und das wird in vielen Haushalten mit Sicherheit sehr hilfreich sein. Die Bestellnummer ist die NX3375 und die 569. Ich glaube, sehr hilfreich, oder? Ja, definitiv, weil mit so einem verstopften Abflussrohr hat man immer wieder mal zu tun. Das kommt immer wieder mal vor. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich hatte mal jemanden da, um mein Rohr zu reinigen, weil der Abfluss nicht abgeflossen ist. Der hat gesagt, ich kann da nichts mehr machen. Was sie nur machen können, ist mit Wasserdruck rangehen. Also der hatte nicht die Gerätschaften dafür. Und deswegen denke ich mir, wäre das eine sehr, sehr gute Sache auch für mich gewesen. Also das als erste Instanz ausprobieren. Dann kann man immer noch zur Chemiebombe oder dann zum Installateur greifen. Aber 10 Euro ist da eine gute Investition. Auf jeden Fall. Gut, dass ich gebuzzert habe. Bitte schön. Denn meine zarten Fingerchen haben den Preisalarm erbuzzert für Sie. Der Preisalarm bedeutet, ganz besonderes Produkt, ganz besonders runter reduziert, zu einem unfassbar günstigen Preis hier für nur 10 Euro zu haben. Bitte nur einmal pro Besteller zugreifen. Oh, schön. Wir hören jetzt Musik mit diesem 12-Band-Weltempfänger. Also FM, MW, KW, können Sie alles damit empfangen. Und wissen Sie was, da haben Sie auch noch einen Wecker mit dabei. Mm. Und können auch zum Einschlafen Musik hören, denn du hast einen Sleep-Timer mit dabei. Das heißt, das Radiosignal oder das Radio, die Radiomusik kann dann ganz einfach auch ausgeschaltet werden zum Einschlafen. Ich habe das auch ganz gerne. Ich schlafe ganz gerne mit Musik ein. Mhm. Das ist schön. Ich bin hängen geblieben beim Weltempfänger und war dann ganz überrascht. Ich kenne Weltempfänger, also die verschiedene Bänder haben, auch über Kurzwelle, eigentlich nur als analoge Geräte. Und deshalb habe ich so gestaunt, das ist ein digitaler Weltempfänger. Sie können also auch Kurzwelle einstellen und dann auch Radiofrequenzen aus der ganzen Welt empfangen. Das ist für mich Neuland. Habe ich noch nie gesehen, für mich jetzt wirklich das allererste Mal. Wir haben hier drin im Studio leider keinen Radioempfang. Ich würde es jetzt am liebsten mal ausprobieren, mal Kurzwelle rein, mal schauen. Das war in meiner Jugend schon unglaublich interessant, wenn man mal asiatische Stimmen übers Radio hört. Aber wird hier mit Sicherheit noch interessanter. Ist der Akku oder batteriebetrieben? Batteriebetrieben oder mit einem Netzteil auch zu betreiben. Also Direktstrom oder 3 Doppel-A-Batterien, wenn ich das gerade, Triple-A-Batterien, Entschuldigung, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Sowas ist klein und handlich. Kann man übrigens auch in den Urlaub mitnehmen. Jetzt drehen wir nämlich den Spieß mal um. Jetzt angenommen, du bist, ich sage jetzt mal ein Beispiel, in der Dominikanischen Republik, ja? Und willst mal einen deutschen Sender hören. Ich möchte das vorstellen. Das würde in dem Fall über Radiowellen nur über Kurzwelle gehen. Ich glaube, der Deutschlandfunk zum Beispiel sendet noch über Kurzwelle, wenn ich richtig informiert bin. Also auch da eine Möglichkeit. Aber nochmal, für mich ein absolutes Novum. Ich sehe das erste Mal einen digitalen Weltempfänger. Ich finde es klasse. Ja, vor allem du hast 20 Speicherplätze auch mit drin, sodass du deine Lieblingsradiosender, egal von wo, einfach speichern kannst. Aber ich habe noch nie so ein kompaktes Taschenradio gesehen mit einem Sleep-Timer. Das finde ich so schön. Also wirklich, da bin ich drauf hängen geblieben, weil ich finde das eine richtig tolle Funktion auch. Also ich finde es super, dass ich hier einfach mal unterwegs mein kleines Radio mitnehmen kann, ohne viel Schnickschnack hier drumherum, sondern einfach kompakt immer mitzunehmen. Das sind ja auch beliebte Radios, um sie mal in der Werkstatt stehen zu lassen oder im Haushaltsraum. Im Garten, meine Oma hat immer im Garten gearbeitet, immer mit Radio. Immer Radio hat sie dabei gehabt und diese Radio finde ich wirklich so klein, kompakt. Und natürlich mit Wecker, das macht auch viel Sinn. Super. Ja, die Bestellnummer ist die ZX2901 und die 569 für dieses wunderschöne Radio. UTT aus Altenholz hat uns auch eine Kundenrezension hinterlassen. Die Bedienung ist sehr gut beschrieben, die Anwendung ist sehr angenehm und einfach. Habe dieses Gerät schon zum zweiten Mal bestellt. Ja, bei uns war das jetzt der Preisalarm, ne? Das heißt, das dürfen Sie tatsächlich nur einmal bestellen. Aber Ute hat wahrscheinlich viel mehr bezahlt. Und
Ulrich S. aus Wolfsburg schreibt: Mit Radio, Digitalanzeige und Uhr ein handliches kleines Radio, was in fast jeder Tasche Platz findet. Meine Empfehlung: Klang gut, Empfang auch gut. Ja, das ist schön, auch mal solche Erfahrungsberichte zu lesen, dass der Klang gut ist, gerade für so ein kleines Format. Das ist schon eine gute Sache, wenn dann der Klang auch entsprechend schön ist. Ich kann es immer noch nicht fassen, einen digitalen Weltempfänger. Ich trenne mich von dem Weltempfänger und mache hier weiter mit dem Buzzer. Mal schauen, wie es weitergeht. Aber heute haben wir ein Highlight nach dem anderen. Das Standauto, der Hochdruckreiniger und so weiter. Jetzt kommt irgendein Geheimnis. Oh, ist das euer Prinzessinnenstab? Ja, unser Prinzessinnenstab. Wahrscheinlich brauche ich den Zettel gar nicht. Das ist so cool. Ja, ich glaube nicht, dass... Es ist ein Zauberstab. Das musst du gar nicht erzählen. Ich zeige nur, wie funktioniert das. Jetzt bin ich gespannt. Wow. Wow. Das ist jetzt mal beeindruckend. Boah, der ist riesig. Das ist wirklich so... Guck mal. Wow, das ist jetzt mal wirklich beeindruckend. Und jetzt, wir genießen nur unsere Show. Aufgepasst. Wow. Also ich glaube, zu dem Produkt braucht man nichts sagen. Ich sage die Bestellnummer NC1807 und die 569. Das ist ja wirklich Magie, wow, oder? Guck dir diesen monströsen Ball an. Wahnsinn. Wir genießen. Entschuldigung. Also ich bin ein bisschen baff, muss ich ehrlich sagen. Weil so große Seifenblasen faszinieren mich jetzt auch. Und euch zwei scheinbar auch, oder? Voll, guck mal, hier habe ich eine doppelte. Echt? Das ja, die war schwanger. So schön. Wow. Mir gefällt diese lange. Guck mal. Wow. Habt ihr das gesehen? Wie schön. Für Kindergeburtstage, für Hochzeiten. Das also ich hätte jetzt auch zuerst an Kinder gedacht, aber nachdem ich euch zwei sehe, glaube ich, ist das für jede Altersklasse ein faszinierender Spaß. Das steht dir auch, Ralf. Wir können für dich Shooting machen. Oh, hast du das gesehen? Machen wir Shooting die für Ralf? Die ist abgeprallt auf dem Tisch. Das war auch schade. Ralf, wir können für dich Shooting machen. Ich versuche, die zu fangen. Achtung. Oh, nee. Ja. Aber das finde ich faszinierend. Also wirklich, hier haben wir übrigens auch eine Kundenmeinung von M aus Walbersdorf. Ein tolles Spielzeug, nicht nur für Erwachsene. Anleitung und Seifenblasenflüssigkeit liegen bei, aber am besten gleich Nachfüllpacks bestellen. Ja, ich glaube, so Seifenlauge kriegst du überall für ein paar Cent. Aber diesen Zauberstab, den finde ich wirklich faszinierend. Oh, guck mal. Wow. Das Schöne ist, du kriegst halt so richtig große Blasen hin, ne? Moment. Selfie. Komm zu mir, Becky. Wir machen Selfie. Schnell. Oi. Guck mal, eine große. Ist jetzt eine große aus den zwei geworden? Ihr seid der Wahnsinn. So, ich sage Ihnen noch mal die Bestellnummer. Hier bitte schnell sein, weil da bin ich mir sicher, zumal bei dieser Vorführung, dass der ruckzuck unser Sonderkontingent weg sein wird. Also ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen mit diesen riesen, Seifenblasen, aber das ist wirklich beeindruckend. Die Bestellnummer noch mal, die NC1807 und die 569. Und ich glaube, hier kann man wirklich sagen, das ist nicht nur für Kinder. Euch hat es riesen Spaß gemacht. Mega, oder? Also wirklich. Vor allem, du versuchst ja dann die unterschiedlichsten Formen zu kreieren. Ne? Also jetzt einmal, wo ich gemerkt habe, du kannst auch zwei Blasen zu einer werden lassen, würde ich das immer wieder ausprobieren. Also da wird man gerne wieder Kind. Schön. Magst du buzzern? Ja. Toll. So, also zweimal Spielzeug in einer Sendung. Wahnsinn. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das irgendwann mal hatten. Also ich bin heute auch vollstens zufrieden. Besonderen und jetzt möchten wir Tag. Natürlich die schönen Bilder, die wir gerade gemacht haben, auch speichern. Und da haben wir jetzt auch was Faszinierendes für 10 Euro. Ja, und zwar ist das eine Micro-SD-Karte und
mit SD-Adapter, mit SD-Kartenadapter. Das finde ich auch total super, dass Sie sich nicht entscheiden müssen, will ich das eine oder das andere. Hier haben Sie beides in einem. Und hier haben wir, wie viel Speicherplatz? 128 Gigabyte, ernsthaft, für 10 Euro? Ist mega. Das ist wirklich mega. Das ist ja schon fast, wow. Ja, früher war das eine externe Festplatte. Aber um den Preis mal zu relativieren. Wir haben bei uns im regulären Programm eine 32 Gigabyte große Micro-SD-Karte, Glas 10, wie hier auch. Ja, und die kostet 8,51 Euro, glaube ich. Ja, jetzt haben wir für 1,50 Euro mehr die vierfache Speicherkapazität, 128 Gigabyte. Und die braucht man ja heutzutage wirklich in allen Kameras. Brauchst du Micro-SD, ob das eine Dashcam, eine Überwachungskamera ist oder eine Digitalkamera, eine Videokamera. Man kann es als Speichererweiterung nehmen. Man kann Musik drauf machen oder Hörbücher und kann es als SD-Karte verwenden. Also das ist ein mega, mega, mega Schnäppchen. Übrigens auch gerade für Urlaubsfotos in der Verwendung bei der Digicam zum Beispiel für unterwegs. Super gut, dass die auch extrem robust gestaltet ist. Die ist nämlich wasserdicht, temperaturbeständig und stoßsicher auch noch. Und gegen Magnetfelder auch immun und somit für den Einsatz in den widrigsten Bedingungen geeignet. Weißt du, warum das Magnetfeld so interessant ist? Wenn du jetzt ins Ausland Flugreisen machst, geht ja dein ganzes Gepäck durch so ein Röntgenapparat. Das sind ja auch Magnetfelder im weitesten Sinne. Die können solche Karten sogar zerstören, hier nicht. Da heißt, die Bilder bleiben dann auch, oder die Daten, die drauf sind, die bleiben erhalten, finde ich gar kein unwichtiges Detail. Ja, und jetzt gucken Sie mal, ich weiß es nicht, ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube, da passen Hunderttausende von Fotos drauf, oder? Nein, ich meine, um die 30.000 bei 64 Gigabyte, da müssten wir hier bei 60.000 hochauflösenden Fotos sein. Also das ist mal Speicherkapazität. Ja, kann jeder immer wieder gebrauchen, SD-Karten oder Micro-SD-Karten. Hier haben Sie sie zum super günstigen Preis. 10 Euro, das sollten Sie mindestens einmal mitbestellen mit der ZX4192 und der 569. Und an dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich auch bedanken bei allen Neukunden, die hier schon zugegriffen haben in der 10-Euro-Show. Schön, dass auch Sie jetzt Teil der Pearl-TV-Familie sind. Sie bestellen übrigens immer gebührenfrei bei uns und können über den Tag verteilt mehrmals anrufen. Wir sammeln Ihre Bestellungen über den Tag hinweg. Und noch ein Geheimtipp, es lohnt sich, über die 150 Euro Bestellwert täglich zu kommen, weil dann sparen Sie auch noch Versandkosten. Oh ja. So, es geht weiter mit etwas sehr Nützlichem für den kommenden Frühling und für den Sommer und überhaupt für Weihnachten, weil es ist eine Außensteckdose mit Timer-Funktion. Richtig, es ist eine Outdoor-Zeitschaltuhr mit 8 Stunden Timer und mit Lichtsensor. Das heißt, du kannst sie auf Lichtsensor aktivieren, dann geht es an, sobald es dunkel wird. Und dann kannst du den Timer einstellen auf bis zu 8 Stunden. Mhm. Das heißt, jetzt im Moment wird es dunkel so um 18.30 Uhr. Ja? Im Sommer wird es um 20, 21, 22 Uhr dunkel. Mhm. Aber du hast irgendwo eine Lichterkette oder Außenbeleuchtung. Mhm. Und die willst du aber erst anmachen, wenn es dunkel wird. Dann macht das Sinn. Und dann entscheidest du, wie lange es leuchten soll. Das braucht ja nicht bis morgens um 4 leuchten, sondern wenn das so bis um Mitternacht leuchtet, ist es auch gut. Und dann ist die natürlich perfekt, diese Zeitschaltuhr. Ich finde es auch wunderbar, weil du hast gerade im Winter, jetzt wenn es ein bisschen kälter ist, hast du nicht Lust, immer ständig rauszulatschen in die Kälte und da alle Geräte vom Netz zu nehmen, also den Stecker rauszuziehen. Da finde ich das total super, dass du hier den Timer einstellen kannst. Gerade wenn man sich abends so ein bisschen gemütlich gemacht hat, dann will man auch im Sommer dann nicht unbedingt noch mal den Weg nach draußen suchen müssen. Aber es ist so schade, wenn man dadurch vermeiden würde, dass man überhaupt Geräte draußen oder gerade leuchtende Leuchtmittel einfach so auslassen würde, weil der Weg nach draußen zu beschwerlich ist. Deswegen ja, es ist auch so immer ein bisschen kompliziert und dann vor allem verschiebt sich ja die Dunkelheit oder die Helligkeit durch die Jahreszeit. Aber der Wilfried aus Köln hat es benutzt, er schreibt uns, ich habe die Zeitschaltuhr für die Festbeleuchtung im Freien genutzt. Durch den Sensor geht die Beleuchtung mit Einbruch der Dämmerung an und kann durch die 2-Stunden-Taktung gut zeitlich eingestellt werden. Ein großer Vorteil ist, dass sie wasserdicht ist. Jetzt gehe ich natürlich auch wieder an die Außenbeleuchtung im Sommer, aber sprechen wir auch gleich mal wieder von den Lichterketten im Winter, ja, zu den weihnachtlichen Dekorationen. Da ist das natürlich auch praktisch. Sobald es dunkel wird, geht es an und dann sagt man mal 2, 4 oder 6 Stunden und dann geht es automatisch aus. Du musst dich also um nichts mehr kümmern.
Also Leuchtmittel oder Lichterketten finde ich ja das ganze Jahr auch sehr schön, muss ich sagen. Ne? Also kann man die Weihnachtsbeleuchtung, wenn die nicht zu weihnachtlich ist, schon auch mal das ganze Jahr über dran lassen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Frühling und dann eine dezente Cocktailbeleuchtung, Gartenbeleuchtung. Klasse. Und mit dieser Zeitschaltuhr, da hat man, glaube ich, auch gar keinen Ärger mehr. Die Bestellnummer ist die ZX4018 und die 569. Und auch hier gilt wieder, Sie dürfen bis zu 5-mal zugreifen, also gerne auch verschiedene Lichterketten oder Strahler. Viele haben ja so Fassadenstrahler dran anschließen. Und dann so braucht man sich um die Beleuchtungsein- und Ausschaltung überhaupt nicht mehr zu kümmern. Schöne Sachen. Ich liebe immer unsere praktischen Sachen. Dankeschön. Jetzt geht's in die Küche, würde ich mutmaßen. Oh, nein, noch besser. Garten. Wir haben ein Gartengerät. Ja, wir haben aber nicht nur eins. Ach so, stimmt. Wir haben noch ein zweites. Ja, das ist der Rechen. Oder ein drittes, oder ein viertes, fünftes, sechstes. Das sind sechs Teile, sehe ich gerade, mit Universalgriff, oder? Ist es der Rechen oder das Rechen? Der Rechen. Der Rechen. Also Rechen haben wir hier, Grubber haben wir hier, eine Schaufel, einen Fugenkratzer, eine Doppelhacke und eine Gabel. Das alles bekommen Sie für nur 10 Euro. Also egal, ob Sie jetzt einen kleinen Balkon haben oder einen ganzen Garten haben, so ein Equipment braucht man immer. Also schön ist, du brauchst wenig Platz, ja? Und da sehen wir es eben mal ausstechen, die alten Pflanzen oder neu oder irgendwas kurz umstechen. Und du hast die Schaufel dabei, die Hacke, die Gabel. Für Unkraut in den Ecken haben wir hier noch was, auch ganz interessant. Grabel. Also, die Gabel, Grabel. Du sagst Grabel dazu. Grubber. Grubber. Oder Gruber, ja. Also ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber ich weiß, die sind sehr praktisch. Das ist Gruber. Und was ich schön finde, dass sie mit diesem einen Griff alle zu betätigen sind. Mhm. Und das ist ein Wechsel von eine Sekunde. Dann hast du eben neues Werkzeug mit möglichst wenig Platzaufwand. Und wir können es hier, glaube ich, auch sagen, mit möglichst wenig Kostenaufwand. Ja, definitiv. Mit Schnellspanner ist es hier ganz schnell umgesteckt, die verschiedenen Aufsätze. Übrigens, dieser eine Griff ist auch wunderbar gestaltet. Der ist nämlich so gestaltet, dass der für Links- und Rechtshänder genauso geeignet ist. Material ist total super. Wir haben den Griff aus Aluminium, die Aufsätze aus Edelstahl. Also wunderbar zum Jäten, Hacken und Graben, das alles mit wenig Platzbedarf. Und deswegen finde ich es so schön, dass du endlich jetzt auch mal so Gartenwerkzeug haben kannst mit einer kleinen Wohnung, mit einem kleinen Balkon. Weil wenn du einen kleinen Balkon hast, hast du nicht unbedingt immer Platz für großes Werkzeug. Ja. Ach so, ja, aber auch wenn du so einen kleinen Vorgarten hast, wo du ein bisschen Obst und Gemüse anbaust. Obst braucht weniger Pflege, aber Gemüse anbaust oder Blumen. Und das fängt ja jetzt dann im März, April fängt die Aussaatzeit an. Und dann ist sowas jetzt genau. Also ein Saisonprodukt, das dürfen wir ruhig so sagen. Ja, Unkraut muss auch bekämpft werden. Also der kleine Haken hier ist da auch sehr effektiv. Also wirklich so ein vielfältiges Gartenwerkzeug für 10 Euro. Das ist, behaupte ich mal, ein Schnäppchen. Und wenn Sie keinen Garten haben, holen Sie es zur Haarpflege. Und bleiben Sie auch schön im Garten. Ja, ja, die Frisur sieht super aus, Diana. Super. Optimal auch für Hochbeetgärtner, sagt Gerda S., und Diana sagt, optimal auch zur Pflege der Haare. Ja. Wenn Sie möchten. Nee, aber eigentlich ist das Anwendungsgebiet eben in den Beeten und in der Erde rumzubuddeln und entsprechend gut arbeiten zu können mit hochwertigem Werkzeug. Hier haben Sie ein sechsteiliges Werkzeug. Die Bestellnummer ist die NX3729 und die 569. Das war sie, die 10-Euro-Show. Aber bleiben Sie gerne bei uns, gerade die Neukunden. Schauen Sie sich gerne weiterhin in unserem Programm hier um. Wir haben sehr, sehr viele tolle Produkte, immer zum TV-Sonderpreis. Das heißt, es lohnt sich auch einfach dran zu bleiben. Wir sehen uns gleich direkt wieder bei uns bei Pearl TV. Tschüss.